Das sind Nachrichten aus der Südostschweiz und das sind heute unsere Themen. E-Voting. Der Kanton Graubünden hält weiterhin an der elektronischen Abstimmung fest. Abenteuer. Der Glarner Bergsteiger Jürg Rast erzählt von seinen Erstbesteigungen in Kirgisistan. Und Mountainbike. Bündner Beteiligung am Perskindol Swiss Epic Rennen im Wallis. Guten Abend und herzlich willkommen. Die Kantone Genf und Neuenburg können für den 18. Oktober elektronische Wahlen anbieten. In der Deutschschweiz muss man aber auch weiterhin brieflich abstimmen, weil der Bund die E-Voting-Variante als zu unsicher beurteilt hat. Unter den 9 Kantonen ohne Bewilligung sind auch Glarus und Graubünden. Glarus prüft den Ausstieg aus dem E-Voting. Wir haben darüber berichtet. Doch wie sieht die Zukunft bei Graubünden aus? Andrea Liesch mit den Antworten. Graubünden gibt nicht auf. Die Bündner Regierung zeigt immer noch Interesse an der Einführung des E-Voting. Das bisher entwickelte System muss nach der Ablehnung vom Bundesrat aber wohl oder übel beerdigt werden. Es ist ja so, dass das Konsortium, das aus 9 Kantonen besteht, sich jetzt auflösen wird. Das heisst, dass die 9 Kantone vorübergehend keine eigenen Versuche mehr mit E-Voting durchführen können. Und dass es am wahrscheinlichsten ist, dass die Kantone werden versuchen, sich an ein anderes System anzugliedern. Dabei handelt es sich um die 2 anerkannten Systeme aus dem Welschland. Das kantonale System aus Genf oder die Variante der Neuenburger, die zusammen mit der Post ihre Türen jetzt auch für andere Kantone öffnen wollen. Der Kanton Graubünden wird sich jetzt kundig machen, wie die Angebote denn konkret aussehen, zusammen auch mit anderen Kantonen. Und sobald man das weiß, wird man dann schauen, welches System in welchem Verfahren allenfalls für den Kanton Graubünden in Frage kommt. Das muss man dann auch noch abklären, ob das eine öffentliche Ausschreibung zum Beispiel braucht oder Ähnliches. Und dann wird man schauen, auch zu welchen Bedingungen, natürlich finanziell vor allem, dass so ein Beitritt dann zu haben ist. Der Papierkrieg wird so schnell aber noch nicht vorbei sein. Viele Fragen sind im Moment noch offen. Darum wird es im nächsten Jahr noch keine weiteren E-Voting-Versuche geben. Ja, wahre Männerfreundschaften entstehen vielfach im Militär. So haben sich auch 4 Kletterbegeisterte im T9 Grün kennengelernt. Einer von ihnen ist der Glarner Jürg Rast. Er und seine Kollegen haben sich zusammen auf Kirgisistan begeben und dort einiges geleistet. Neben mehreren Erstbesteigungen haben sie auch eine Expedition geschafft, die seit 1995 niemand mehr gewagt hat. Jetzt ist die Truppe wieder auf heimischem Boden und wir haben den Jürg Rast nach seinem Abenteuer getroffen. In eine andere Welt eintauchen. Ein Abenteuer erleben. Dort hergehen, wo vorher nur ganz wenige Menschen waren. 5 Wochen lang begeben sich der Jürg Rast und seine 3 Kollegen in die Bergwelt von Kirgisistan. Ein eher ungewöhnliches Reiseziel. Rund 5000 Kilometer von der Schweiz entfernt. Von Bischkek reisen sie mit dem Bus auf Karakol. Ihr Ziel ist ein Tal, das nur mit dem Heli erreichbar ist. Dort schlagen sie ihre Zelte auf. Vom Campus besteigen sie verschiedene Berge. Mittlerweile ist der Jürg Rast wieder daheim zu Glaris. Es sei eine Reise ins Ungewisse gewesen, wie er sagt. Wir haben dort uns halt so gut wie es geht über das Tal informiert, wo wir hinwollen. Das ist sehr schwierig. Also es ist etwa mehr nach 5 Fotos, die wir gefunden haben, vom Tal ist fertig an Informationen. Und nachher ist halt einfach, man bereitet sich so auf alles vor, also rein ausrüstungsmässig. Es hätte auch sein können, dass sie ins Tal reisen und keinen einzigen Berg besteigen können. So ist es dann aber nicht gekommen. Wir sind mittlerweile auf unserem ersten Gipfel angekommen. Ungefähr 5,51. Die Aussicht ist tipptopp, aber das Wetter hebt etwa nicht mehr so ewig. In ihrer Zeit in Kirgisistan haben sie sogar mehrere Erstbesteigungen machen. Bei der gleichen Expedition sind vor 20 Jahren 4 Bergsteiger ums Leben gekommen. Es ist gerade am Abend, bevor wir abgeflogen sind, haben wir erfahren, dass es wirklich schon nicht nur einmal Aufhalt gegeben hat in dem Tal. Und
Ja, es erinnert dich dann einfach noch einmal, dass man irgendwo ist, wo nicht gerade Hilfe kommt, wenn irgendetwas passiert. Und einfach, dass wir wirklich vorsichtig sein müssen, wenn wir dort unterwegs sind. Wie ist denn so der Trend nach? Immer wieder erkundigen sie sich nach dem Wetter. Das macht ihnen nämlich fast einen Strich durch die Rechnung. So die grösste Sorge war, was ist, wenn das Wetter wirklich so schlecht ist, dass der Heli einfach nicht mehr fliegen kann. Und wir stehen in dem Tal hinten und müssen dann schauen, wenn wir wieder führen können. Schon am zweiten Tag geht dann aber alles gut. Der Heli kann sie samt ihrem Gepäck holen. So geht für Jürg Rast und seine Kollegen ihre Expedition zu Ende. Ihr ganz spezielles Abenteuer in Kirgisistan. Die Partygänger in der Region rund um Glarus kommen nicht wirklich auf ihre Kosten. Denn das Angebot an Clubs und Bars hält sich in Grenzen. Darum haben sich zwei junge Männer kurzerhand zusammengetan und ein Eventmanagement gegründet. Und wenn so, das Nachtleben weiter vorantreiben. Ihre erste Party planen sie im Restaurant Löwe in Schänis. Und das Konzept dahinter, um die Gäste zum Tanzen zu bringen, das ist klar. Keine Chartmusik oder House, wie es sonst schon überall läuft, sondern wieder zurück zum richtigen Hip-Hop und R&B. Der Trailer zum neuen Club erfüllt schon mal alle Klischees. Mit dem wollen die zwei jungen Männer viele Leute in Laie locken. Da findet im Oktober auch schon die erste Party statt. Organisiert wird sie von einem frisch gegründeten Eventmanagement, einem MK-Management. Köpfe dahinter sind der Karim Radix und der Marc Gönitzer. Sie wollen das Clubleben in der Region auffrischen. Wir haben einfach eine Vorstellung von einer Party. Und wir wollten sozusagen eine Party organisieren, wo wir selber in dieser Umgebung auch selber hingehen würden. Also besser gesagt, wo wir uns wieder mal darauf freuen können. Weil wir sind halt, wie soll ich sagen, wir sind halt ein bisschen auf dieser Black Music hängen geblieben. Ist blöd gesagt, aber so das House, EDM und Deep House, das im Moment voll aktuell ist und auch sicher ein Top-Sound ist, spricht mich im Ausgang nicht so an, weil es mir fehlt, dass die Leute miteinander tanzen und nicht jeder für sich. Und beim R&B, Hip-Hop oder bei allgemein Black Music läuft das ziemlich reibungslos. Reibungslos soll auch ihre erste Party über die Bühne gehen. Für das Wichtigste ist gesorgt. Trotzdem gibt es immer etwas zu besprechen. Eine Anspannung ist da. Ja, nervös sind wir natürlich auf jeden Fall. Das ist jeder, wenn er irgendetwas organisiert oder macht. Vorbereitet, ja, wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben gewisse Sachen angeschaut, gewisse Sachen durchgelesen, wie man das macht. Der Club ist jetzt ihr erstes Projekt. Neben dem Laien ergänzen sich die beiden Organisatoren auch in ihrer Freizeit gut. Als jahrelange Kollegen wollen sie künftig auch junge Talente fördern, wie zum Beispiel DJs oder Tänzer und Tänzerinnen. Zuerst steht jetzt aber mal die Eröffnungsparty an. Die ist am übernächsten Samstag, am 3. Oktober. Ja, dann gut gelingen. Mit der Rolle vom Spitalclown Patch Adams hat sich der verstorbene Schauspieler Robin Williams in die Herzen seiner Fans gespielt. Mit Witz und Humor will er den Kindern im Spital das Leben ein bisschen einfacher machen. Was aber nur wenige wissen, der Patch Adams gibt es wirklich. Und auch im echten Leben setzt sich der Amerikaner für kranke Kinder und Erwachsene ein, schreibt Bücher und hält Vorträge. Und er hat viele Anhänger auf der ganzen Welt. So zum Beispiel auch im St. Gallischen Rütti. Die Mehrzweckhalle in Rütti ist pumpenvoll und alle warten auf ihn. Der Patch Adams. Der wohl speziellste Arzt, den es gibt. Er war der erste, der als Spitalclown auftreten ist. In seinem Vortrag will er die Leute zu mehr Dankbarkeit und Freude verhelfen. I'm not talking about inner peace. Ich rede nicht über inneren Frieden. Über das Leben des Amerikaners und seiner Idee, Spitalclowns einzusetzen,
gibt sogar einen Film mit dem Schauspieler Robin Williams. There's more to being a doctor than memorizing facts about the ventricular arteries. I don't care what you think, I care about my biology test. Dive into people. Vor dem Auftritt gibt es noch ein gemeinsames Essen. Da können wir auch ein kurzes Interview machen, obwohl er nicht Fan ist vom Fernsehen. At first I was embarrassed about the movie because it was a Hollywood movie that was formed. Am Anfang bin ich verlegen gsi wegen dem Film, weil es ein typischer Hollywood-Film ist. Sie haben sich überlegt, was in meinem Leben Tickets verkauft, und das ist der Humor. Es gibt zwei Sachen, die Tickets verkaufen: Gewalt und Humor. Sie haben aber zum Beispiel aus meinem besten Kollegen einfach meine Freundin gemacht. Sie haben mich zu einer lustigen Person gemacht, und das bin ich auch. Ich bin ein Clown, der gleichzeitig ein Doktor ist. Ich habe in 5 Kriegen den Clown gespielt und habe überall Elend gesehen. Aber ich bin auch ein politischer Aktivist, der sagt, wir werden alle aussterben, wenn wir in unserem Wertesystem Liebe nicht stärker gewichten als Geld. Der Bernhard Dostel von der Arztpraxis Camorcare hat den Arztclown eingeladen für den Vortrag, aber auch für Workshops. Er will nämlich die Idee von Patch Adams in sein Gesundheitsangebot aufnehmen. Also wir haben eine Arztpraxis hier in Rüti, die ab 1. Juli. Wir haben eine zweite Arztpraxis in Rebstein, es wird noch eine dritte kommen. Und was wir planen, ist der große Traum, den auch der Patch hat, dass wir eine Klinik haben für Menschen mit Burnout und Depression, die erstens gemeinnützig ist, weil damit können wir viel bessere Therapie anbieten und viel mehr auch an Alternativtherapien. Und das Wichtige ist, dass man diese Unterscheidung, ich bin der Arzt, ich sage dir, wie es geht und du musst das tun, dass wir das aufweichen. Weil jeder kann Arzt sein für den anderen. Also wenn ich ihnen was Gutes tue, dann tue ich mir auch was Gutes. Und das fehlt, das Bewusstsein. Die zweite Bedrohung, der Dreifache. Das nicht sehen, das sind die Zähne. Gratis kommt der Adams aber nicht. Bis zu stolzen 25'000 Franken kosten seine Auftritte. Das Geld werde aber gespendet. Er selber lebe von 200 bis 300 Dollar im Monat. Und von Liebe und Freude, die von seinen Mitmenschen kommt. Der Jacques kam aus Niederurne liegt schon seit 13 Jahren im Rechtsstreit mit der Gemeinde. Dabei geht es um sein geerbtes Grundstück, das er nicht als Garage nutzen darf, weil es eine Landwirtschaftszone ist. Wir haben am Freitag über diesen Fall berichtet. Und heute war es so weit, der Tag vor angeordneten Räumung ist gekommen. Zu räumen hat es aber nichts gegeben. Jacques Kamm hat das vorgängig schon erledigt. Und darum ist es heute im Ried ruhig geblieben. Ja, und wir haben noch die Meldung von einer Nachtsperre gekriegt. So wird zurzeit die Kantonstrasse zwischen Obstalden und Mühlenhorn saniert und muss im Bereich des Fuchsfallentunnels vom Donnerstag ab 10 Uhr am Abend bis am Freitagmorgen um 5 Uhr komplett gesperrt werden. Eine Umleitung ist signalisiert, die darf aber nicht vom Schwerverkehr befahren werden. Und so kommen wir zu weiteren Meldungen vom Tag. Der RHB-Direktor Hans Amacker gibt aus gesundheitlichen Gründen sein Amt ab. Der 61-Jährige war seit 2011 Direktor von RHB. Wegen einer schweren Erkrankung ist er seit dem März dieses Jahres ausgefallen und es sei ihm nicht mehr möglich, in sein Amt zurückzukommen. In den letzten 4 Jahren habe er viele Höhepunkte erlebt, unter anderem den Spatenstich vom neuen Albula-Tunnel oder die Einweihungen der Bahnhöfe Davos, Arosa und St. Moritz. Die Stelle von Hans Amacker wird jetzt öffentlich ausgeschrieben. Bis jemand Neues gefunden worden ist, wird der Vizedirektor Christian Florin die Direktion interimistisch übernehmen. Die Volksinitiative für mehr bezahlbaren Wohnraum ist vom Stadtrat Chur für gültig erklärt worden. Die Stadt empfiehlt aber, die Initiative abzulehnen. Die Stadt kommt mit einem Gegenvorschlag. Zwar erkenne man die Wichtigkeit des Anliegens für günstigen Wohnraum, die Initiative würde aber den Handlungsspielraum zu fest einschränken. Die Initiative will vor allem mit Genossenschaften für günstigen Wohnraum sorgen. Andere Trägerschaften wie private würden die ausgeschlossen. Die Kantonspolizei St. Gallen fandet noch 10 Basel-Fans, die beim Heimspiel vom FC St. Gallen gegen den FC Basel vom März randaliert haben. In der AfG-Arena sollen sie massive Gewalt gegen die Polizei angewendet haben. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft St. Gallen sind 10 verpixelte Bilder aufgeschaltet worden. Die gesuchten FCB-Anhänger haben jetzt bis Ende Woche Zeit, sich zu melden. Passiert das nicht, werden die Bilder am Montag unverpixelt aufgeschaltet.
Die SBB baut ihr Wi-Fi-Netz aus, neu einmal beim Bahnhof Langquart gratis ins Internet. Bisher sind in der Südostschweiz Bahnhöfe Chur, Bad Ragaz, Zegelbruck und Rapperswil mit Wi-Fi ausgestattet. Weiter werden in den Zügen neue Signalverstärker eingesetzt, um den Empfang zu verbessern. Ja, normalerweise würde ich jetzt übergeben an unseren Sportmoderator. Der ist aber wieder im Aussendienst, denn morgen Abend ist der HCD in der finnischen Hauptstadt bei IFK Helsinki zu Gast. Und der Lars Ney begleitet die Mannschaft ans 16. Finale der Champions Hockey League. Und heute sind die Spieler zu Davos abgereist. Morgen schalten wir dann kurz vor dem Match direkt auf Finnland. Das Mountainbike-Etappenrennen Perskindol Swiss Epic geht über 6 Tage und bietet den Teilnehmern eine atemberaubende Landschaft mit schroffen Felsen, urchigen Bergdörfern und natürlich das Matterhorn. Denn schon zum zweiten Mal ist das Rennen im Wallis über die Bühne. Doch ganz vorne an der Spitze ist ein Bündner gefahren. Der Bündner Lukas Buchli und der Berner Matthias Flückiger rüsten sich für die letzte Etappe. Sie haben noch 34 Sekunden Vorsprung, das Team Centurion Volt. Über 70 Fahrer sind in Zweiergruppen mit dabei. 6 Tage geht's, über 400 Kilometer und 15'000 Höhenmeter am Fuss vom Matterhorn. Es wird eines der letzten Rennen sein von Lukas Buchli und seinem Teamkamerad und es wird ein spannendes. Sie führen zwar, werden aber dicht verfolgt vom Team Centurion Volt. Ihren Vorsprung können Sie dann so gerne ausbauen. Geben Vollgas! Hauen rein! Wie viel Vorsprung werden Sie rausholen? Wie viel Vorsprung werden Sie rausholen? Da sind Sie! Wir haben in den letzten Tagen auch gerne wieder probiert, Sekunden gut zu machen. Und es waren immer 15 bis 25 Sekunden. Und das, jetzt auf der letzten Etappe haben wir 37 Sekunden müssen gut machen, also noch ein bisschen mehr und haben wir über 1 Minute, so viel ich weiß, und das ist wirklich cool. Ja, das ist super. Also die Saison ist noch nicht ganz fertig, aber da zu gewinnen ist natürlich eine riesen Sache und es ist einfach geil, mit dem Mann zusammen Rennen fahren. Wir haben uns diese Woche noch besser ergänzt als letztes Jahr und so macht Spass. That's Mountainbiking. Während der Lukas Buchli zum Karrierenende jubelt, bleibt dem Ralf Neff zu nachsehen. Der Profi-Mountainbiker beendet seine Karriere mit einer Verletzung. Ihm bleibt nichts anderes übrig, seinen Teamkamerad im Ziel zu empfangen. Ich bin umgekehrt am ersten Tag, bin blöd auf die Schulter geflogen und habe das Band angezerrt. Und das Weiterfahren war unmöglich. Ja, hat dann leider aufgeben. Und der Lukas hat das Rennen aufgegeben und ist jetzt heute noch den letzten Tag fertig gefahren. Ja, ich wäre natürlich gerne da über die Ziellinie gefahren und hätte nochmal so die ganzen Emotionen und alles erlebt. So war es ein bisschen vorzeugendes Karriereende gewesen, aber ich plange eigentlich auch darauf, dass es vorbei ist, dass ich nicht mehr Rennen fahren muss. Und von dem her ist es auch okay gewesen. Unterschiedlicher könnten die beiden Karrieren nicht zu Ende gehen. Zufrieden können sie beide sein. Die Mountainbike-Szene verabschiedet sich von zwei Pionieren, wo jahrelang zur Weltspitze gehört hat. Ja, mit diesen Bildern sind wir am Ende von unserer heutigen Sendung angekommen. Hier im Anschluss gibt es noch das Wetter mit Maike Fripp. Ihnen wünsche ich jetzt noch ganz einen hübschen Abend und auf Wiedersehen.